Die vergangenen 3 Jahre, insbesondere in der Zeit, wo die Corona-Maßnahmen eine große Rolle in unserem Land gespielt haben, haben einiges an Ungerechtigkeiten vor den deutschen Gerichten hervorgebracht, insbesondere wenn es darum ging, Masken zu tragen oder tragen zu müssen oder sich sogar von Masken medizinisch befreien zu lassen. Dies in Frage gestellt hat seitens der Justiz und seitens der Gerichte, und diesbezüglich sind natürlich auch einige Fragen überhaupt auch aufgekommen, ob man überhaupt in der Lage sein darf, seitens des Gerichts, der Staatsanwaltschaft, also generell der Justiz, diese Entscheidungen von beruflichen Ärzten, die das ja tagtäglich auch machen, zu hinterfragen und vielleicht sogar Entscheidungen zu überstimmen. Das sind eben auch langfristig gesehen die Fragen, die wir uns alle gestellt haben und von denen wir natürlich auch Antworten verlangen. Ich möchte Robert mal ganz gerne jetzt als erstes mal dran nehmen, ganz kurz zur Einleitung, dass du mal ganz kurz mit wenigen Worten beschreibst, wie das zustande gekommen ist und was du erlebt hast. Ja, ich bin mal auf eine Demo gewesen, erst vormittags und dann abends noch bei einem Opernplatz. Da wurde mir dann erklärt, dass das Attest falsch ist. Und habe ich den ersten Strafbefehl bekommen. Und das ging dann über mehrere Jahre, kann man sagen, weil ich glaube 2 Jahre, ja, 1,5 Jahre immer hin und her vor Gericht. Erst ich alleine, dann mit dem Gordon, dann noch Berufung und dann bis zum Schluss halt dann zum Oberlandesgericht. Also du bist, muss man an dieser Stelle festhalten, du bist verurteilt worden diesbezüglich, ja, also das ist ja überhaupt auch ein unfassbares Ding, ja, und das hat es ja auch in großen Teilen Deutschlands auch gegeben. Überall hat man eben Demonstrationsteilnehmer diesbezüglich versucht, dingfest zu machen, und du bist da auch vor dem Amtsgericht und sogar auch vom Landgericht. Du bist, glaube ich, 2-mal sogar verurteilt worden, ist das richtig? Ja, genau. Also kann man sagen, am Ende, wenn man sich 2 Urteile abgeholt hat, unter normalen Bedingungen, dass man dann vielleicht auch sagt, okay, ich muss mich an dieser Stelle geschlagen geben, oder? Nein, hat mich nie geschlagen gegeben. Ich habe gesagt, dass ich bis zum Schluss, bis zum Äußeren kämpfe. Alles klar. Und diesbezüglich hat das dann natürlich auch noch weitere Kreise gezogen. Und das wird natürlich unser Rechtsanwalt Gordon Pankalla auch noch mal ganz kurz erläutern. Hallo, herzlich willkommen. Ich habe die Berufungsschrift habe ich jetzt schon hier bei euch. Ja. Und wollte euch ja was vortragen. Ich bin nämlich gestern angerufen worden vom Oberlandesgericht in Celle. Und ich gedacht, Celle, ich kenne niemanden in Celle, wer ruft denn da an? Und es meldete sich der, so nennt sich das, Berichterstatter aus der Kammer, Oberlandesgericht. Wir haben ja praktisch in der dritten Instanz jetzt in der Revision. Und beim Amtsgericht war der Robert noch alleine. Beim Landgericht habe ich es dann versucht mit mehreren Terminen. Man kann schon sagen, dass das Verfahren einmalig gewesen ist. Sowas habe ich jedenfalls in 20 Jahren noch nicht erlebt. Wie das abgelaufen ist, kann der Robert vielleicht auch noch mal was zu erzählen. Und der Sven Niemeyer aus Hannover, den ich dort kennengelernt habe, der hat mir da auch einiges gesagt, auch zum Verhalten der Staatsanwältin. Ja, und dann war es nicht nur so, wie das Verfahren abgelaufen ist, sondern eben auch die Rechtsfindung rein inhaltlich kurios, würde ich halt einfach mal sagen. Ja, in der Tat. Genau, wir mussten halt insgesamt 3-mal hin, und beim 2. Termin habe ich mich krank gemeldet, da war ich krank, und wir wissen ja die ganze Panik, die normalerweise geschoben worden ist, und das habe ich in 20 Jahren auch noch nicht erlebt, dass wenn man sich krank meldet als Anwalt, gut, ich habe es schon in der Corona-Zeit mal erlebt, dass gesagt worden ist, brauchen wir einen Attest, auch das war früher eigentlich nicht so gängig, dass der Richter das dann angezweifelt hat. Und hier wurde dann einfach trotz Krankmeldung verhandelt. Da sehe ich auch schon Verfahrensverstoß drin. Aber naja, gestern rief dann eben der Berichterstatter an vom Oberlandesgericht und teilte mir mit, dass man nun vorhabe, das Verfahren einzustellen. Das hört sich jetzt erstmal irgendwie so an, kein Freispruch, nur in Anführungszeichen Einstellung. Aber das ist für uns ja ganz gut.
Er sagte eben direkt, mein Mandant sei ja schwer krank, wie aus der Akte hervorging. Und dass er mit Sicherheit nicht nochmal Interesse hätte, jetzt eine neue Berufungsverhandlung, weil es gibt dann auch die Möglichkeit, dass es zurückverwiesen wird. Und da müssten wir wieder 3, 4 Mal dahin fahren. Und Robert ist ja nun wirklich angeschlagen. Momentan sieht er recht gut aus. Ich finde, ein bisschen momentan der neue Look, so wie der Handballspieler Heiner Brandt. Ja, also, und naja, also auf jeden Fall habe ich dann gesagt, naja, klar, wir besprechen das. Aber der Richter sagte mir dann direkt, ja, man habe auch schon mit der Oberstaatsanwaltschaft, mit der General, Entschuldigung, Generalstaatsanwaltschaft gesprochen. Die sei auch mit einer Einstellung des Verfahrens einverstanden. Ich sagte, ja, das machen wir aber dann nur auf Staatskosten, sonst stimmen wir nicht zu. Und wurde mir dann bestätigt, ja, natürlich, das machen wir so. Also was man daraus entnehmen kann, ist, dass dem Oberlandesgericht Celle die ganze Sache hier wohl offensichtlich ziemlich peinlich ist. Ja, nicht nur inhaltlich, sondern auch so, wie es gelaufen ist, dass man jetzt von der ganzen Sache nichts mehr wissen will und es jetzt so ein bisschen sang- und klanglos einstellt. Ich kenne das ja schon. Wir hatten das auch schon in Köln. Da habe ich ja auch bei einem Verfahren hier gegen einen HNO-Arzt eine Einstellung hinbekommen, trotz Ausstellung von insgesamt 900 Maskenattesten. Also irgendwie habe ich dann Händchen, sage ich mal, für die Gerichte. Ich wurde ja auch gelobt hier von dem Staatsanwalt in Köln als außergewöhnlich guter Jurist. Dankeschön an der Stelle. Ja, ich würde das gerne auch mal in die Richtung zurückgeben. Aber nun, wenn immer gesagt wird, der Rechtsstaat sei ja so völlig im Eimer, muss man ja auch mal sagen, finde ich eine sehr gute und weise, schlaue Entscheidung vom Oberlandesgericht in Celle. Und ich habe mit dem Berichterstatter noch mal gesprochen gehabt. Und dann gab es eben die entscheidenden Punkte. Ich könnte das hier noch mal zitieren aus der Schrift, wird jetzt vielleicht ein bisschen lang. Aber so insgesamt 14 Seiten habe ich, glaube ich, geschrieben. Ja, genau. Und der entscheidende Punkt war ja natürlich diese Geschichte mit der angeblich fehlenden körperlichen Untersuchung, was so natürlich überhaupt nicht haltbar gewesen ist, weil Robert wurde ja untersucht. Und in dem Urteil aus Hannover stand ja auch mehrere Abrechnungsziffern drin, unter anderem die Ziffer 5. Kann die Carola vielleicht mal was zu sagen? Und das ist ja die sogenannte körperliche Untersuchung. Und dann ging es hier natürlich um die Frage, ob diese Untersuchung ausreichend gewesen sei. Und dazu gibt es ja nun überhaupt keine Rechtsprechung. Es wurde dann immer auf das angeblich zuständige, nee, nicht angeblich, auf das zuständige, für Sie zuständige Oberlandesgericht in Celle verwiesen. Aber welche Entscheidung wurde uns nie gesagt? So, und in all diesen Entscheidungen habe ich auch vorgetragen vom Oberlandesgericht in Bayern. Das ist natürlich völlig ausreichend, wenn eine körperliche Untersuchung stattfindet. Ja, wir haben ja noch diese anderen Telefonfälle, da müssen wir separat was zu sagen, aber hier war es ja offensichtlich, dass eine Untersuchung stattgefunden hat. Zweifelsfrei. Ja. Und diese zweifelsfreie Untersuchung wurde dann in Frage gestellt, dass die nicht ausreichend genügend gewesen sei. Da habe ich gesagt, wer entscheidet das denn? Wir sind hier nicht in einem Behandlungszimmer, wir sind hier vor Gericht. Und das habe ich hier auch nochmal geschrieben. Ich hatte auch angeregt, dann entsprechend Sachverständigen vielleicht zu bestellen. Das wurde ja gar nicht wahrgenommen, dieser Vorschlag. Aber ein Richter kann natürlich jetzt nicht entscheiden, ob ein Patient krank ist und welche Form der körperlichen Untersuchung hier erforderlich ist. Ja, also ein Richter ist ja kein Arzt, ne? Und das aus gutem Grund. Und das war natürlich schon ein Punkt. Und der andere Punkt war dieser Gebrauch mit Vorsatz. Dafür brauche ich einen Vorsatz, dass ich weiß, dass das Attest falsch ist. Und da wurde immer darauf verwiesen, dass Robert ja vorher bei einem Lungenarzt war und der das Attest verweigert hat. So, und nach der Aussage von Robert war es dann so, da möchte ich hier auch genau sein, dass hier Folgendes gesagt worden war, wenn ich es jetzt finde. Naja, dass er gesagt hat, zu dem Zeitpunkt sei ihm das auch noch alles gar nicht so wichtig gewesen mit dem Attest, das wäre erst später sozusagen akut geworden, dass er so ein Attest brauchte. Und deswegen war das ja überhaupt keine wirkliche Beurteilung von dem Lungenfacharzt. Es war so mehr zwischen Tür und Angel und dass mehrere Ärzte unterschiedliche Betrachtungsweisen haben, das kennt jeder, ja. Zwei Ärzte, zwei Meinungen, zwei Juristen, zwei Meinungen, wir kennen das alle. Also das war dann das Argument dann dafür, dass er wusste, das ist falsch. Und das ist natürlich so auch absolut nicht haltbar. Ja. Und das hat wohl jetzt eben auch das Oberlandesgericht gesehen.
Und diese körperliche Untersuchung hat ja nachweislich stattgefunden. Es stand ja sogar im Urteil, diese Ziffer 5. Und von daher war das natürlich alles richtig, was wir vorgetragen haben. Es wurde nur rechtlich falsch beurteilt. Und zum Verfahrensablauf würde ich ja gerne nochmal ergänzen. Neben der Geschichte mit der Krankmeldung auch das Verhalten der Staatsanwältin im ersten Termin, Robert, wo ich ja auch geschrieben habe, die hat sich verhalten wie in einem Wirtshaus. Ja? Also ist sie mir auch kaum untergekommen, ständig unterbrechen, reinbrüllen. Dann würde ich von einer Richterin doch erwarten, das war, glaube ich, die Richterin Bader hier, dass sie dann auch entsprechend da mal eingreift und sagt, so können wir uns hier im Gerichtssaal nicht verhalten. Ja, das geht ja einfach nicht, Freunde, ja. Und ja, die Genauigkeiten kann ich gleich dann nochmal vortragen, aber es war ziemlich klar und es war wohl dem Oberlandesgericht dann auch ersichtlich peinlich. Und deswegen dieser Vorschlag jetzt Einstellung auf Staatskosten, was uns natürlich eine erneute Berufungsverhandlung jetzt erspart, bei der auch nichts anderes rauskommen würde. Und das weiß auch das Oberlandesgericht als ein Freispruch vom Robert. Ja. Das würde mich Und eben auch mal von interessieren, dass man im Grunde genommen vielleicht auch mal die Frage an den Tag legen könnte, muss man auch das ganze Spiel überhaupt so weit treiben oder wäre es vielleicht auch möglicherweise auch vorher schon ersichtlich gewesen, dass man vielleicht auch schon hätte vor dem Amtsgericht oder vor dem Landgericht zu so einer Erkenntnis kommen zu können, um vielleicht nicht sinnlos auch irgendwie Steuergelder zu verprassen für solche Ja, Prozesse? das hab ich auch bei dem Berichterstatter angesprochen, dass im Sinne der Prozessökonomie natürlich und zur Entlastung der Gerichte, dass sie hätte viel, viel früher entschieden werden müssen. Dementsprechend eigentlich schon direkt vor dem Amtsgericht und dann trotz anwaltlicher Hilfe auch nicht vor dem Landgericht. Aber hier habe ich auch etwas zitiert, das möchte ich ja dann an der Stelle auch nochmal sagen, dass die Richterin, und das war wirklich die Krönung von allem, was ich hier vom Gericht gehört habe, gesagt hat vor der Urteilsverkündung, Robert, du weißt es noch, wenn die Regierung sagt, also wörtlich, ja, wir sollen eine Maske tragen, dann tun wir das auch. Und das bei jemand, der ja darüber entscheiden soll, ob eine wirksame Befreiung, weil das ist ja auch was, was die Regierung gemacht hat, diese Befreiungsmöglichkeiten, dass sie darüber entscheiden soll. Und dann sagt sie, nee, die Regierung sagt, alle sollen eine Maske tragen, ob krank oder nicht krank oder was soll das heißen? Das ist sowas von einseitig und sowas von gar nicht objektiv. Ja, es ist unglaublich. Und natürlich hätte das direkt vom Amtsgericht so entschieden werden müssen. Aber es wurde es nicht und es zeigt uns, wir haben es hier meiner Ansicht nach mit Gesinnungsurteilen zu tun, die man dann erst in der dritten Instanz sozusagen dann bei höheren Gerichten dann auch noch zu Fall kriegen kann, weil die Beurteilung und der gesamte Verfahrensablauf, also das ist wirklich einmalig gewesen, was ich da erlebt habe, von einer Unfreundlichkeit, Unsachlichkeit. Und auch rein rechtlich, inhaltlich wurde ja überhaupt nicht diskutiert. Da wurden also Zeugen angehört, die für die Urteilsfindung völlig unerheblich waren. Also Robert, diese Polizisten beispielsweise, die ja zur Sache gar nichts zu sagen hatten, ne? Die ihm nur gesagt haben, er hat das Attest benutzt. Ja, natürlich, das wissen wir alle. Aber die rechtlichen Hintergründe, die wurden gar nicht besprochen und die sollten gar nicht besprochen werden. Das war also mehr als offensichtlich. Und daher großes Lob hier an das Oberlandesgericht in Celle, dass das so klar gesehen hat, dass das natürlich nicht haltbar ist und deswegen mit Zustimmung der Generalstaatsanwaltschaft jetzt diese Einstellung auf Staatskosten ist uns halt eine weitere, sagen wir mal, für die Justiz peinliche weitere Berufung erspart für alle. Und da bin ich sehr dankbar drüber. Das soll Also, man auch so mitnehmen. Da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, ey, das müssen wir jetzt, dass wir es noch in Urteil gegossen bekommen, irgendwie als, ja, wie nennt man das, Märtyrer jetzt nochmal vortragen. Nein, wir sind da froh über ein so bedächtiges Oberlandesgericht und über diese weise Entscheidung. Und ja, ja, das das war's dann ist damit, ja. im Grunde genommen Einsicht genug seitens der Justiz, seitens der Justiz, dass man eben zu der Erkenntnis gekommen ist, am Ende ist alles korrekt gelaufen. Das ist auch das, was ich jetzt unsere liebe Dr. Carola Javid-Kistel gerne mal fragen möchte. Zunächst möchte ich dich erstmal nochmal herzlich begrüßen. Hallo Carola Javid-Kistel. Ja, also normalerweise hätte das Ganze wirklich schon vor dem Amtsgericht enden müssen. Es hätte sogar schon vorher enden müssen, denn es war eindeutig, dass der Robert schwer krank ist. Es war eindeutig, dass er eine schwere COPD hat, ein Asthma hat, chronisch beim Lungenfacharzt auch in Behandlung war. Dass er bei mir in der Praxis gewesen ist, war auch klar. Er hat sogar damals noch seinen Wohnsitz auch in Duderstadt gehabt. Also man konnte
ihm nicht mal nachweisen, irgendwie, er hätte da sonst wie was für einen langen Weg machen müssen extra. Das Problem ist halt immer, dass diese Atteste, die irgendwo aufgetaucht sind, meistens bei den Demonstrationen eingezogen wurden. Das heißt, die anderen Atteste, die ich ausgestellt habe, die allermeisten Atteste sind problemlos irgendwo durchgegangen. Die wurden in der Schule gezeigt oder beim Arbeitgeber oder im Verkehrsmittel irgendwo oder bei der Bäcker, in der Bäckerei. Und die wurden ja nicht einkassiert. Einkassiert wurden die, die auf den, bei den Demos gefunden wurden, bei den Demonstranten. Und dann hat man denen natürlich vorgeworfen, sie hätten sich ein falsches Attest besorgt, damit sie auf der Demo keine Maske tragen müssten. Und das ist bei Robert definitiv nicht der Fall gewesen. Und das Ganze hätte schon sehr viel früher enden müssen, weil, wie gesagt, die Abrechnungsziffer 5, die war eindeutig drauf. Das ist die symptombezogene körperliche Untersuchung. Und natürlich habe ich den Robert abgehört. Ich habe ihm in den Mund geschaut. Ich habe ihm in die Ohren geschaut. Ich habe die Anamnese erhoben. Er hat einen dicken Aktenordner mit, was er alles für Krankheiten hat. Und das alleine hat gereicht. Also da muss man ja nicht irgendwie das Rad nochmal neu erfinden und muss sagen, jetzt brauchst du aber nochmal eine Lungenfunktionsprüfung, eine aktuelle, und musst nochmal zum Lungenfacharzt gehen und musst noch die und die und die Untersuchung machen. Das ist völliger Schwachsinn. Denn wenn mir der Patient schildert, er hat Atemnot hinter der Maske, dann bin ich der Meinung, das heißt, ich bin nicht nur der Meinung, sondern es ist richtig, dass ich dann dem Patienten weiteres Leid irgendwie ersparen muss. Genau, und das ist deine, Verpflichtung sorgen. Ja auch, ne? Also wir, das ist haben ja, genau. Das ist mein hippokratischer Eid, das Genfer Gelöbnis, nach dem wir da handeln, der Nürnberger Kodex, das sind ja letztendlich auch Menschenversuche gewesen, dass man ganze Menschengruppen stundenlang und tagelang und monatelang und fast jahrelang hinter Masken gesperrt hat und da viel Leid mit angerichtet hat. Noch dazu wussten wir ja, dass diese Masken gar nichts nützen, sondern nur schaden eigentlich, ne? Und von daher war das ganz klar, dass ich diese Entscheidung gefällt habe, ihm da zu helfen. Und das hätte das Amtsgericht auch schon sehen müssen. Ja, auch wenn er da noch keinen Rechtsanwalt dabei hat und sich alleine vertreten hat. Es war eindeutig, der Fall war eindeutig, aber man wollte im Prinzip ihn bestrafen. Und indem man ihn bestraft hat, wollte man an mich ran. Ich war ja zu der Zeit dann auch noch in Mexiko. Und wie gesagt, es ist einfach nur irre, was da insgesamt gelaufen ist. Dass es auch im Landesgericht da nicht zu Fall gekommen ist, obwohl der Worden sich da sehr bemüht hat. Das ist ein Wahnsinn. Und ich bin heilfroh, weil das ist letztendlich auch so ein Präzedenzfall irgendwo. Also er hat eine eindeutige Diagnose gehabt. 60% Schwerbehinderung, glaube ich auch, und noch Rente eingereicht vorzeitig. Also das zeigt ja schon, dass der Gesundheitszustand wirklich nicht gut ist. Und dass man dann das entschieden hat, ich meine, wann will man dann sagen, derjenige darf keine Maske tragen? Muss er dann ein Sauerstoffgerät noch mit sich führen und da am Sauerstoffgerät hängen? Also das ist einfach nur irre, dass die Richter sich da anmaßen und auch die Staatsanwälte über Wohl und Wehe der Patienten zu entscheiden. Und wenn der Patient nur Kopfschmerzen chronisch bekommt hinter der Maske oder nur Migräne ständig hat oder Konzentrationsstörungen oder Schwindel oder Übelkeit und Kreislaufprobleme, das reicht auch schon aus. Denn ich habe da genügend Patienten gehabt, die sind kollabiert irgendwo, im Laden irgendwo zusammengebrochen, mussten dann irgendwie versorgt werden mit einer Kopfplatzwunde oder Kinnplatzwunde. Es musste genäht werden und die haben mir gesagt, ja, mein Arzt hat mir trotzdem kein Maskenattest ausgestellt, obwohl ich die und die Beschwerden habe und sogar umgefallen bin mehrfach und trotzdem habe ich es nicht bekommen. Und ja, es ist einfach, ich kann mich darüber eigentlich nur aufregen, weil, wie gesagt, man hat diese Patienten benutzt, um an mich ranzukommen. Dadurch, dass die Atteste, die dann aufgefunden wurden bei den Demonstrationen, die dann auch quasi aktenkundig geworden sind, und das sind also etwa 16 bei mir, hat man mir dann vorgeworfen, also ich hätte nur quasi Atteste ausgestellt für Querdenker, die auf den Demos waren, und das wären dann schon deshalb, weil das ja alles auf diesen Demos einkassiert worden wäre, wären das alles unrichtige Gesundheitszeugnisse gewesen. Und das ist ja eine Unterstellung, eine bloße Unterstellung, weil, wie gesagt, diese vielen anderen Atteste, die problemlos durchgegangen sind, die hat man ja gar nicht einkassiert. Und so darf das ja nicht sein. Ich glaube, das ist auch weltweit einmalig. Jeder, dem ich das erzählt habe in Mexiko, dass also hier wirklich in Deutschland Patienten und Ärzte vor Gericht stehen wegen dieser Maskenatteste oder auch wegen Impfunfähigkeitsbescheinigungen, und dass auch Ärzte dafür eingesperrt wurden und dass auch Patienten leider schon eingesperrt wurden, weil sie zum Beispiel den Strafbefehl dann nicht begleichen konnten und das Geld nicht zahlen konnten, ist auch schon passiert, dass die Leute dann in Erzwingungshaft gebracht wurden. Dann haben mich die Leute immer in Mexiko komisch angeguckt und haben gedacht, ich spinne. Die haben gedacht, ich übertreibe, ich spinne. Sowohl die Mexikaner als auch die Amerikaner oder Kanadier, denen ich das erzählt habe. Es konnte keiner fassen, aber ich sage, es ist so. Und man zielt ja auch darauf ab, dass man die Patienten und die Ärzte systematisch zermürbt, indem man die durch die Instanzen jagt
und sagt, hier, ihr müsst jetzt noch in die nächste gehen, in die nächste, in die nächste. Finanziell kaputt spielt auch dabei, ne? Psychologisch. Ja, und, ne? Und moralisch, psychologisch. Man spielt uns kaputt und ich kann auch die Patienten verstehen, wenn sie nicht die Kraft haben, bis in die dritte oder, ich weiß nicht, ob es nur noch eine Instanz gibt, aber ich glaube, dann kommen wir das Verfassungsgericht oder so. Ja, ich glaube, das ist die dritte Instanz, da wird uns Gordon aber gleich nochmal was dazu sagen, dann genau. Im Anschluss, weil das ist durchaus noch ein interessanter Aspekt, nämlich auch für diejenigen, die ja jetzt gar nicht die Möglichkeit überhaupt haben oder in Anspruch genommen haben. Im Grunde genommen steht ja dann auch rein rechtlich, jetzt meiner Meinung nach laut unserer Beurteilung von dir und mir, liebe Carola, müsste es ja jetzt auch so sein, nach unserem Verständnis, dass man jetzt auch Gerechtigkeit walten lassen muss gegenüber den anderen, die ja genauso verurteilt wurden, behandelt wurden, müsste ihnen ja jetzt genau das Gleiche zustehen. Aber da frage ich auch gleich den Gordon nochmal. Warte, ich wollte noch eine Sache sagen. Gerne, also letztendlich steht das den Gerichten überhaupt nicht zu, irgendwie ein Urteil zu fällen über unsere ärztliche Kompetenz, wie wir irgendwas einschätzen. Und normalerweise muss dann auch nicht irgendwie noch ein Gutachter geladen werden, der das dann natürlich anders sieht, weil er natürlich von den Gerichten vom Staat irgendwo bezahlt wird und dann natürlich sagt, nee, jeder kann die Maske tragen. Das gipfelte ja darin, dass meiner lieben Freundin und Patientin Bea dann direkt im Gericht gesagt wurde von dem Gutachter, oder er hat das da so ausgeführt, so nach dem Motto, ja, kurz bevor man stirbt, kann man ja die Maske dann noch abnehmen. Also was wirklich also dermaßen menschenverachtend und sarkastisch dann schon ist, dass man gar nicht weiß, was man dazu sagen soll. Ne? Und wie gesagt, natürlich können das andere Ärzte anders sehen, aber in dem Moment, wenn die Patienten vor mir stehen und haben diese Beschwerden und können das glaubhaft versichern, und ich stelle das vielleicht sogar bei der Untersuchung auch noch fest, dass derjenige kurzatmig ist, dass er schon beim normalen Sprechen ohne Maske Probleme hat. Und da muss ich ja nicht ausprobieren, wie es mit einer Maske vorm Gesicht ist, nach welcher Zeit er dann umfällt oder nach welcher Zeit er dann fürchterliche Migräne bekommt oder sich nicht mehr konzentrieren kann und kein Wort mehr rausbringen kann. Das muss ich doch nicht machen. Das kann auch keiner von mir verlangen. Kommen wir in den Bereich der Versuche. Das sind Versuche an Menschen, ne? Versuchskaninchen, dass ich dann also den Menschen als Versuchskaninchen umbaue, ummodifiziere oder das Ganze als Versuch dann im großen Stil dann eben durchzuführen. Und das kann eben nicht sein. Es gibt eben Menschen, da hört man das auch schon, ne? Wenn sie die Treppe hochgelaufen kommen oder eine gewisse Strecke zurückgelegt haben, dass sie dann einfach auch schon mit ihrer Atmung zu tun haben. Und wenn man dann noch dazu dann diesen dicken Stapel eben mitbringt, von einem Arzt, von dem man im Vorfeld behandelt wurde, ist ja auch eine gängige Praxis, dass man eben auch so viele Informationen wie möglich bekommt. Darum hast du dich ja auch bemüht, hast gesagt, pass auf, ich brauche alle Informationen darüber, die schon da sind. Also du bist ja auch deiner Verpflichtung als Ärztin denn auch nachgekommen, wie man es eben auch in der Praxis so macht. Ja, und das hätte ja auch vor Gericht dann eine Würdigung finden müssen, und das hat es eben an dieser Stelle nicht. Ja. Man hat den Nürnberger Kodex vor Gericht völlig außer Acht gelassen, zugleich das Genfer Gelöbnis und den Hippokratischen Eid. Ja, also das hat man völlig übergangen. Und ärztliche Berufsordnung auch noch. Ne? In der ärztlichen Berufsordnung steht auch noch, dass wir eigentlich keine Weisungen von Dritten irgendwie entgegennehmen dürfen. Also wir sind, also die Medien oder die Politiker oder irgendwelche Leute von oben sind gar nicht weisungsbefugt für uns. Der Arztberuf ist ein freier Beruf und wir allein haben ja die ärztliche Kompetenz uns erworben in einem langen Hochschulstudium und haben auch die Erfahrung. Und ich meine, ich habe mittlerweile 30 Jahre fast jetzt Erfahrung als Ärztin, und dann spricht man mir das einfach so ab und sagt, das war nicht genug, was du da gemacht hast. Das ist doch unfassbar. Ne? Also, dann könnte man auch sagen, gleiches Recht für alle, und du sitzt dann demnächst auf dem Richterstuhl und entscheidest über Mordprozesse. Ja, genau. Das könnte man ja auch mal an dieser Stelle so sehen, könnte dann vielleicht auch ganz spannend werden. Und ja, also sowohl die eine oder andere Seite, ja, also Gleichberechtigung, gleiches Recht für alle, warum denn nicht, ja, kann man doch auch mal aus dieser Perspektive betrachten, ja, und wenn man dann auch parallel dazu noch Lust hat, kann man sich ja dann mal von einem Staatsanwalt oder von einem Richter dann auch mal gleich operieren lassen, ja, also auch alles kein Problem im besten modernen Deutschland aller Zeiten. Also wir stellen fest, es ist alles korrekt gelaufen, ja, also genau das ist das Bild, und diesbezüglich ist man dann auch seitens der Justiz möglicherweise dann auch zu der Erkenntnis gekommen, weil man gemerkt hat, es könnte vielleicht auch irgendwann mal eng für uns werden, hat man diese Einsicht walten lassen, die natürlich schon hätte viel früher kommen müssen. Das steht völlig außer Frage, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Es hätte also diese ganzen Prozesse gar nicht gebraucht. Jetzt kommen wir nochmal zu dieser rechtlichen Frage, lieber Gordon Pankalla. Jetzt ist es natürlich auch so,
dass man auch sagen muss, es gibt ganz, ganz viele andere Fälle in Deutschland, ja, Menschen, die auf Demonstrationen unterwegs gewesen sind, ebenfalls mit Attesten von Frau Dr. Carola Javid-Kistel unterwegs gewesen sind, eben genau auch die gleiche Situation möglicherweise erlebt haben. Wie hoch ist denn da die Wahrscheinlichkeit, dass also genau die Betroffenen das gleiche Recht, was eben dem Robert ja auch zugesprochen wird jetzt, auch im Nachhinein zu bekommen? Wie sieht's da aus? Ja, Thomas, wir hatten das im Vorgespräch schon gesagt, wo du gesagt hast, ja, das ist ja dann irgendwie für alle, ne? Aber das ist natürlich im Strafrecht nicht so. Im Strafrecht wird ja jeder Sachverhalt einzeln beurteilt. Weißt du, also jeder muss praktisch vor Gericht. Natürlich kannst du dann entsprechende Urteile oder Beschlüsse vorlegen und sagen, guck mal, obere Gerichte haben ja schon so und so entschieden. Von daher kann man dann, also Amtsgerichte machen ja auch ungern falsche Urteile, weil wenn der Richter zu viele Berufungen und so weiter hat, die Sachen, die ihm in die Ohren fliegen, dann kriegt er ein Problem. Aber es muss natürlich in jedem Fall einzeln festgestellt werden, sodass dann jeder vor Gericht ziehen muss. Ja, jeder eben separat. Aber ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, was jetzt eben gesagt worden ist. Es gibt nämlich, sagen wir mal, zwei, nennen wir es mal, Unsicherheiten. Also die erste Geschichte ist ja so, was Carola angesprochen hat. Sie stellt als Ärztin oder jedweder andere Arzt ein Attest aus. Und das ist mal zunächst erstmal eine Urkunde. Es ist ein, also rein rechtlich ist ein Urkundenbeweis. Wir kennen das ja alle vom Arbeitsrecht. Du wirst krankgeschrieben. Und in deiner Krankschreibung steht ja eigentlich auch nicht drin, warum du krank bist. Da steht also, ne, aus Persönlichkeitsrechten muss der Arbeitgeber ja nicht wissen, warum ist jetzt jemand hier überhaupt krank. Ja? Aber die Krankenkasse weiß es. Also für die Krankenkasse gibt es ja den extra, wenn man jetzt gesetzlich versichert ist, kriegt die Krankenkasse das mit der ICD-10-Verschlüsselung. Das heißt, dann steht die Diagnose drin. Ja, die ist zwar verschlüsselt, aber der Arbeitgeber aus gutem Grund soll er es nicht erfahren. Ja, logisch, weil er sonst sagen würde, er, was weiß ich, du bist jetzt nur wegen ein bisschen Durchfall oder Kopfschmerzen zu Hause geblieben. Das kann ja wohl nicht sein oder so. Also den Arbeitgeber geht es nichts an. Hat aber ja auch was mit Datenschutz zu tun irgendwo. Ne? Ja, der Datenschutz ist ja sowieso vollkommen ausgegeben. Ja, natürlich. Also darauf wollte ich ja, das ist ja genau der Punkt. Ne? Okay. Es ist eben nicht so, die Krankenkasse weiß das, aber im Betrieb weiß es keiner. Ja? Stell dir mal vor, das ist jetzt so, dass wir alle offenlegen müssen, warum wir nicht zur Arbeit gehen können. Dann wird dann spekuliert, ach guck mal, der hat das und das, habe ich gehört. In der Personalabteilung wurde das gesagt und der hat das beim Mittagstisch erzählt. Ne? Also das geht wirklich niemanden was an, warum jemand krank ist. Und genau diese Grenze wurde hier ja eigentlich in der Corona-Zeit überschritten. Und insofern, das ist dann eben nicht ausreichend, dass ein Arzt sagt, ja, jemand kann keine Maske tragen, sondern dann wollen die Leute auch noch wissen, warum. Ja, und hier wurden auch immer stets zwei Sachen durcheinander gebracht. Der erste Punkt ist, diese sogenannten Community-Atteste, also sagen wir mal, die Benutzung einer Maske, wie es jetzt auch hier war, auf der Demo. Da kann natürlich doch nicht wirklich, liebe Freunde, ein Ordnungsbeamter, der letztes Jahr oder vor 3 Jahren noch dafür zuständig war, Knollen zu verteilen an Autos, jetzt hingehen und sagen, ach guck mal, ich habe einen Attest, das ist von der Frau Carola, was schreibt sie denn da? Jetzt überprüfe ich mal, ob ich das anerkenne. Ja, und es ist eine Fehlinformation, rein rechtlich ganz klar, dass diese Atteste für die Demo natürlich eben, dass da keine Diagnose reingehört. Und dann wurde es immer verwechselt mit der Geschichte. Zu meiner Verwunderung bin ich ja auch bis zum Oberlandesgericht hier in Nordrhein-Westfalen gegangen. Was muss eben drinstehen für den Arbeitgeber? Da wurde nämlich äußerst rechtlich fragwürdig gesagt, dem Arbeitgeber muss es schon mitgeteilt werden, weil es ja ein Vorteil sei für den Arbeitnehmer, dass der das jetzt überprüfen kann. Also das hatten wir zu keiner Zeit in Deutschland, dass ein Arbeitgeber oder irgendjemand rechtlich, und das hatten wir jetzt ja auch wieder vor Gericht, ne, das ist ja immer die Frage, das habe ich auch in dem Arztprozess hier in Köln angesprochen, dass das eben so nicht überprüft werden kann. Das ist ja immer der erste Punkt. Wer soll das denn belegen, wenn nicht ein Arzt? Und es ist, wie gesagt, ein Urkundenbeweis. Und den kann man, wenn ich diese Analogie zum Arbeitsrecht nochmal aufmache,
kann man natürlich erschüttern, wenn jetzt jemand krankgeschrieben ist, sagen wir mal wegen gebrochenen Arm, ja, und der Arbeitgeber sieht denjenigen dann abends in einem Musikkonzert an der Trommel sitzen und offensichtlich nicht krank. Dann sind das natürlich Tatsachen, wo man sagen muss, jetzt kann man nachfragen. Aber hier wird es ja grundsätzlich bei jedem so gemacht. Und dann eben konzentriert sich das auf einige Ärzte, die eben so mutig waren wie die Carola, entsprechende Atteste auszustellen. Und dann wurde immer, ja, oder in Köln hatten wir da auch 2, 3 Ärzte, unterstellt, das sei falsch. Also ich habe dann bei den Fällen, die ich hier gehabt habe, von meinem Mandanten dann immer direkt eine Strafanzeige gestellt gegen die Polizeibeamten wegen falscher Verdächtigung. Woher, mit welcher Kenntnis, ohne weitere Tatsachen, ja, Stichwort Trommel, wird denn hier unterstellt, dass es falsch ist? Dafür gibt es doch überhaupt null Anhaltspunkte. Das auch nochmal zu der Frage, warum ein Verfahren hier überhaupt aufgemacht worden ist. Weil wenn ich da keine Anhaltspunkte habe und nur jetzt sozusagen sage, da ist ein Arzt, der stellt überhaupt Maskenatteste aus, dann müssten die ja zwangsläufig alle falsch sein. Woher nimmt man denn diese Erkenntnis? Ja, das ist ja völlig an den Haaren herbeigezogen. Und das war ja auch der Punkt, den ich hier vorgebracht hatte bei dem HNO-Arzt, den ich in Köln vertreten habe. Da habe ich gesagt, Herr Vorsitzender, wollen Sie jetzt diesen Gerichtssaal umfunktionieren zu einem Behandlungszimmer? Sie wissen doch ganz genau, das war jetzt auch bei der Perim Di Nigli ja der Fall, ne, in Ihrem Prozess. Der Patient kann natürlich schweigen. Er muss natürlich überhaupt nichts zu seiner Untersuchung sagen. Ja, wie wollen Sie das denn überhaupt feststellen? Ja, und da haben wir dann eben sehr schnell eine Einstellung ganzen Sache hinbekommen, weil dem Vorsitzenden das auch ja, unangenehm war. Natürlich will er den Gerichtssaal nicht zum Behandlungszimmer machen. Wie gesagt, der Patient muss dazu natürlich überhaupt nichts aussagen. Also der kann ja einfach sagen, da sage ich nichts zu. Von daher kann man es eigentlich gar nicht feststellen. Und da hat eben noch der Kollege Schmitz angerufen hier in der Leitung. Der hatte das ja auch in Bochum bei dem Dr. Habich. Ähnlicher Fall, muss ich sagen. Es wird halt grundsätzlich unterstellt, dass das falsch ist, ohne dass dafür Belege vorliegen. Und da war es meiner Ansicht nach so, dass man ja gesagt hat, beim Habich, wie sind Sie darauf gekommen, dass Sie gesagt haben, wir können den Impfstatus nachweisen. Und wenn ihr nicht aussagt, ja, dann seid ihr auch dran, liebe Patienten. Und es ist ja mittlerweile klar, dass man den Impfstatus in dem Sinne nicht nachweisen kann. Das heißt, da wurden hier auf die Zeugen in einer unglaublichen Art und Weise auch noch Druck ausgeübt, damit die gegen ihren Arzt aussagen. Und in dem Fall von Perim hatten wir es ja mit so einer Art Agent Provocateur zu tun, also einer Dame, die dann sehr hartnäckig einen Attest haben wollte, nur um zu kontrollieren, ob dann eine Untersuchung stattfindet. Und hier bin ich mit einem Arzt auch noch vor der Ärztekammer, das ist in Hessen. Da wird ihm dann auch vorgeworfen, dass er gegen die ärztlichen Richtlinien verstoßen hat. Ich gucke das gerade mal hier, damit ich es richtig zitiere, dann sehe ich mich selbst nicht, aber da geht es um die Berufsordnung Nordrhein-Westfalen. Und zwar das Abweichen von persönlichen Untersuchungen nach § 7 Berufsordnung. Da wird klar eigentlich gesagt, dass eine solche, ich nenne das jetzt mal Teleuntersuchung, stattfinden kann. Und zwar dann, sagt man, kein Verstoß gegen die Berufsordnung, weil der Arzt Dr. S. handelte immer nach dem Gebot der ärztlichen Ethik und Menschlichkeit. Abweichen der persönlichen Untersuchung nach 7 war dem Umstand geschuldet, dass gerade der ausdrückliche Wunsch der Ärztekammer NRW es gewesen ist, Kontakte zu vermeiden. Ja, insofern kann auch nicht behauptet werden, dass mein Mandant sich nicht an die Anweisungen der Ärztekammer gehalten hat. Das heißt, die Ärztekammer hat doch hier ist, sagen wir mal, vermissen lassen, erstens Richtlinien aufzustellen. Unter welchen Voraussetzungen dürfen Maskenatteste erteilt werden? Was muss da gegeben sein? Ich habe keine Vorgaben. Ich muss wirklich sagen, wir hatten keine Vorgaben dazu, die Ärzte. Also 2 Sachen, die halt enorm wichtig sind. Der Arzt tappt praktisch völlig im Dunkeln. Der erste Punkt, wo er im Dunkeln tappt, ist, unter welchen Voraussetzungen, das habe ich auch versucht, im Oberlandesgericht Münster feststellen zu lassen, was muss denn überhaupt vorliegen, damit ein Arzt ein solches Maskenattest ausstellen kann?
Ja, der Arzt weiß das im Zweifel gar nicht. Selbst die Gerichte streiten sich darüber, was ist dann erforderlich. Ne, Corona hat schon angesprochen, Migräne oder so. Also was muss da überhaupt vorliegen? Das weiß der Arzt ja gar nicht. Das ist der erste Punkt, wo man ihn dann Vorwurf macht für etwas. Er muss über etwas entscheiden und kennt praktisch diese Richtlinie nicht. Es wäre an den Ärztekammern gewesen, das genau vorzutragen. Und der zweite Punkt ist eben diese Telemedizinuntersuchungen. Warum hat die Ärztekammer nicht klargemacht, dass Ärzte eben im Sinne der Telemedizin, die ja grundsätzlich erlaubt ist, warum dort keine Maskenatteste ausgestellt werden können? Das hätte man den Ärzten mitteilen müssen, dass das nicht erwünscht ist. Und auch warum es nicht erwünscht ist, das hätte man ihnen mitteilen müssen. Das wussten diese Ärzte nicht. Und erst wenn natürlich ein Hinweis von der Ärztekammer kommt, dass es nicht gewünscht ist, aus welchen Gründen auch immer, das wird immer dargelegt werden, dann kann der Arzt natürlich sagen, gut, die Ärztekammer hat das verboten, deswegen halte ich mich da daran. So hat man das auch in Köln bei dem Arzt, den ich hier vertreten habe. Aber auch das hat die Ärztekammer ja nicht klar gemacht, dass das gar nicht erwünscht ist. Deswegen muss ich davon ausgehen als Arzt, wenn ich in der Pandemie Kontakte vermeiden soll, dass natürlich es ausdrücklich erwünscht ist, dass ich via Telemedizin nach der Ethik und der Menschlichkeit Atteste ausstelle und Kontakte vermeide, dass das im mutmaßlichen Willen meiner Ärztekammer liegt. Und nachher einen Vorwurf zu machen, ich hätte mich nicht an Vorgaben gehalten, die es gar nicht gab, ist absolut unsinnig. Also, wir stellen an dieser Stelle klar und deutlich fest, dass, und wir merken hier auch ganz deutlich, dass es also wirklich ein spezielles Gebiet ist und selbst Juristen damit ja nicht immer unbedingt einer Meinung sind oder zur Entscheidungsfindung kommen, wie man das jetzt handhaben kann. Also es ist äußerst komplex, das Ganze, und dann kann man das natürlich nicht in einem alltäglichen Praxistag, ja, von einem Arzt, einer Ärztin verlangen, sich mit diesen wesentlichen Punkten auseinandersetzen zu müssen, in dem Moment, wo man eine Entscheidung treffen muss gegenüber einem Patienten, Carola, ne? Das ist ja dann auch immer wieder auch Kann ich noch mal eine. kurz das unterbrechen, Thomas? Wichtig ist doch, dass die Ärztekammern hier den Fehler gemacht haben, in dem Sinne, dass sie ihre Mitglieder, also die Ärzte, nicht darüber informiert haben, was denn hier überhaupt gewünscht ist. Und dann im Nachhinein diesen Ärzten jetzt einen Vorwurf zu machen, ist absurd. Das Ja, ja. ist wirklich absurd. Das ist genauso wie in der Anwaltskammer jetzt irgendwie mir überhaupt nichts sagt, so darfst du dich verhalten. Und ich denke dann, das wäre korrekt. Und dann sagt man nachher, das geht so nicht. Ja, bitte, das muss ich aber vorher wissen. Ich muss die Spielregeln vorher wissen. Und die wurden hier nicht klar gemacht. Und das ist das Problem. Deswegen haben Man hat diese Ärzte jetzt die Probleme. Und schuld sind die Ärztekammern und nicht die Ärzte. absolut. Ja, also man hat Absolut. uns wirklich ins offene Messer laufen lassen. Es gab keinerlei Richtlinien, wie diese Atteste auszusehen haben, welche Untersuchungen stattfinden müssen und so weiter. Man hat nur gesagt, okay, wenn jemand die Maske nicht tragen kann, dann kann er das glaubhaft versichern oder er kann eben noch ein ärztliches Attest vorlegen. Das war alles, was wir hatten an Informationen. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wenn die Patienten kommen und haben glaubhaft Beschwerden und wir können es vielleicht sogar noch nachweisen oder sie haben Voruntersuchungen mit, dass sie eben chronisch krank sind oder irgendwelche Beschwerden haben, dann erkennen wir das so an, logisch. Ja, also wir haben ja nicht gewusst, was das für eine Konsequenzen hat. Weder für die Patienten haben wir das gewusst, dass Patienten auf einmal Hausdurchsuchungen bekommen, um so Maskenattest zu finden, ja, und traumatisiert werden. Wir haben auch nicht gewusst, dass wir Ärzte traumatisiert werden. Wir haben nicht gewusst, dass uns die gesamte Existenz dadurch genommen werden kann, dass man Rufmord betreibt ohne Ende. Das hat keiner von uns gewusst, ja, sonst hätten wir vielleicht auch einfach anders entschieden und hätten gesagt, Leute, geht in die Eigenverantwortung und die Selbstbestimmung, tragt einfach die Maske nicht, ja, weil das, was jetzt gemacht wird, ne, dass man Menschen in den Suizid treibt, das ist bei Ärzten schon passiert, dass man Menschen einsperrt dafür, dass man Menschen ins Ausland jagt, dass man ihnen die Approbation entzieht und ihre gesamte Lebensgrundlage, das ist zutiefst unethisch, was da gerade passiert und unmoralisch, ja, und da kann ich wirklich nur sagen, ja, Hut ab vor jedem Juristen, der uns da noch gut vertritt und Hut ab vor jedem Patienten, der da überhaupt auch noch durchhält und sagt, ja, ich gehe jetzt da in die nächste Instanz, ne? Weil das kann nicht jeder. Genau, Das kann das ist nicht ja jeder das. von der Kraft und Energie her und das kann auch nicht jeder vom finanziellen Standpunkt her. Genau das ist das, was im Grunde genommen jedem zusteht. Laut Gesetz müsste man das auch so sehen können. Natürlich ist natürlich auch individuell die Frage, ob derjenige die Kraft hat. Das muss dann jeder im Einzelnen überprüfen. Aber hier an dieser Stelle nochmal ganz klar die Botschaft hier und heute, dass eben
hier der Robert mit seinem Maskenattest einen Freispruch bekommen hat. Zweiter Klasse, sagt man ja immer gerne. Ja? Aber am Ende ist es eben so, dass das Gericht zu der Erkenntnis gekommen ist. Und hier die Oberstaatsanwaltschaft, glaube ich, war es, oder? Gordon, helf mir nochmal, Oberstaatsanwalt oder wer war das? Oberlandesgericht. Oberlandesgericht, und, genau. Zu der Erkenntnis gekommen ist, ja, und gesagt hat, nee. In Zustimmung mit der Generalstaatsanwaltschaft wollten sie das jetzt einstellen. War also alles im Grunde genommen korrekt, ne? Wie gesagt, hätten wir auch früher so haben können. Genau, die ist es halt richtig, was Carola sagt, auch mit der rechtlichen Vertretung wären wir jetzt hier nicht in eine Revision gegangen. Und ich habe das ja erstmal so, es sind ein paar Spenden gemacht worden. Insgesamt kann ich sagen, wurden 400 Euro bezahlt. Davon konnte ich die Reisekosten bezahlen. Was aber natürlich bei weitem nicht die Kosten gedeckt hat für Berufung und Revisionsverfahren, ist völlig klar. Das heißt, Leute, die es finanziell da nicht erlauben können, werden dann eben verurteilt. Das muss man ganz klar so sehen. Auch diese enormen Kosten, die die Ärzte jetzt für diese Kammerverfahren und Strafverfahren haben, das ist natürlich irre, ja. Da ist Carola ja, glaube ich, bei dem Weißen Ring oder wie heißt es so? Nee, der Weiße Kranich. Der Weiße Kranich. Der Ärztenetzwerk von Ärzte stehen auf und der Weiße Kranich unterstützt quasi Ärzte, die in Not geraten sind, genau durch solche Atteste und Strafverfahren, die gegen uns geführt werden und die wirklich schon einige meiner Kollegen, ja, einige sind bundesweit auf der Flucht, einige sind europaweit auf der Flucht, andere haben sich das Leben genommen, manche wurden quasi wirklich in den Suizid hineingetrieben und es ist wirklich gruselig, was da läuft und man nimmt uns die gesamte Existenz. Also für etwas, meine Praxis ist angekündigt. Für etwas, was wir, wo man am Ende zur Erkenntnis kommt, dass es am Schluss trotzdem korrekt war, wie sich der Arzt, die Ärztin verhalten hat, wie sich der Patient verhalten hat. Das ist ja die Erkenntnis und die klare Botschaft, die wir hier vom Oberlandesgericht auch bekommen und vom Oberstaatsanwalt. Ja, am Ende zählt das Ergebnis und das ist eben das, was jetzt hier beim Robert rausgekommen ist. Ja, das steht hier fest gemeißelt, auch schriftlich in einer Akte hat der Rechtsanwalt Gordon Pankala sicherlich dann auch zur Verfügung. Und das ist etwas, was ich dich vielleicht nochmal fragen möchte, lieber Gordon. Hat man vielleicht auch die Möglichkeit, das in irgendeiner Form juristisch zu erwirken, dass im Grunde genommen jedem dasselbe zusteht, dass es also irgendein Beschluss oder irgendwas, wie muss man das vorantreiben? Muss man das politisch vorantreiben, dass genau diese Thematik auch auf den Tisch kommt, möglicherweise im Zuge einer Corona-Aufarbeitung? Das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert. Also ich würde jetzt erst nochmal sagen, bitte solche Organisationen wie Weißen Kranich unterstützen. Möchte jetzt aber an der Stelle auch mal ein bisschen Kritik an den Kollegen üben, die teilweise also für diese Verfahren horrende Summen aufrufen. Da würde ich doch wirklich darum bitten, diese Leute zu unterstützen, die sich hier so weit aus dem Fenster gelehnt haben und vor den Scherben ihrer Existenz stehen, dass da nicht im Vordergrund das Geld stehen sollte. Natürlich auch als Anwälte müssen wir Geld verdienen, klar. Aber man kann es eben auch erträglich machen für die Leute. Und andere Spenden, wo dann Anwälte einfach nur irgendwie berichten oder so, aber in der Sache dann nichts machen und dann von diesen Spendengeldern was weiß ich was machen, ja, finde ich halt nicht in Ordnung, sagen wir mal wirklich so, wie es ist, dass ich mich da für die Verteilung der Spenden da schon beschwert habe, das wissen wir alle, ja. Genau darum geht es, wir müssen diese Leute jetzt unterstützen und als Aktivist und nicht als Rechtsanwalt versuchen, das so hinzubekommen dann auch, damit diese Leute, die wie Carola jetzt die Hütte am Brennen haben, dass ihnen da auch geholfen werden kann. Von daher, Weißer Kranich finde ich eine prima Angelegenheit. Aufarbeitung, ja, weißt du, Thomas, eigentlich genau das, was wir hier machen, sollte mal in den Medien besprochen werden. Diese Argumentation, wenn wir die jetzt mal im ZDF Heute-Journal hören würden, dann würde das mit Sicherheit etwas bewirken. Aber dort findet es ja nicht statt. Das heißt, die Aufarbeitung ist eigentlich Aufklärung auch der Bevölkerung. Und die wird hier nicht unterstützt. Was heißt unterstützt? Im Gegenteil, sie wird sabotiert. Und das ist das Problem. So, dass wir jetzt vielleicht auch mal für die Richter sagen müssen, auch die schauen ja nur das Heute-Journal und sind dann vielleicht auch falsch informiert und sind dann in ihrem subjektiven Denken tatsächlich der Meinung, sie würden hier was Gutes bewirken wollen.
Aufklärung ist eben Information. Und solange diese Information insofern gehemmt ist, dass diese Mainstream-Medien, sprich GEZ, die sind ja politisch gesteuert, und dann haben wir die freien Medien, die sind wirtschaftlich gesteuert, dass die da nicht mitziehen, ist es sehr schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig, was die Aufarbeitung anbelangt. Und da ist immer Information das Wichtigste. Information für die Menschen. Und dann kann sich auch eine Meinung ändern. Das ist ganz einfach so. Ja. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, zu diesen Verfahren, wenn euch das noch interessiert, können wir aber vielleicht speziell nochmal, nee, sollten wir vielleicht dann nochmal extra machen zu diesen Kammerverfahren, die es dann jetzt eben auch gibt, mit dieser Kontaktvermeidung. Und da wird einfach ja nur gesagt nach dem Paragraph 25 Berufsordnung NRW, dass da die erforderliche und notwendige Sorgfalt eingehalten werden muss. So, mit welcher Begründung dann eine Sorgfalt nicht eingehalten worden ist bei einer telefonischen Beratung, ist mir auch völlig schleierhaft. Das wird einfach nur so behauptet, ohne dass es dafür irgendwelche tragfähigen Begründungen seitens der Ärztekammer gibt. Da wird einem einfach immer wieder dieser Vorwurf gemacht, ohne dass das irgendwie unterfüttert wird mit irgendwelchen konkreten Tatsachen, wie das ja normal der Fall sein müsste. Und sagen wir, das und das ist falsch gemacht worden, das hätten Sie fragen sollen oder so. Da wird ja überhaupt nichts zu gesagt. Ja? Und es sind einfach pauschale Beschuldigungen, die hier ausgesprochen werden. Und das geht natürlich im Rechtsstaat nicht so, dass jemand pauschal von irgendwas beschuldigt wird, ohne dass ihm genau gesagt wird, das und das hättest du nicht tun dürfen und warum. Weil Paragraph 1 Strafrecht steht es ja schon drin, es steht nur das unter Strafe, wer vorher weiß, was strafbar ist. Und diese Der Ärzte haben das alle nicht sogenannte Vorsatz, gewusst. ne? Genau. Bewusstes Ja, und das ist auch gewolltes Vorsatz, Handeln, aber meine die ich, denke ich. Strafe muss vorher irgendwo geschrieben sein. Es muss vorher irgendwo festgelegt sein. Ja. Also der allgemeine Grundsatz ist ja, du darfst alles tun, es sei denn, es ist mit Strafe bedroht, und dann muss ich das auch irgendwo sehen können, was ich nicht tun kann. Und genau das ist hier das Problem, dass diese Leute ja überhaupt nicht, also weder die Leute, die sich das Attest geholt haben, noch die, die es ausgestellt haben, wussten, gegen was sie hier überhaupt verstoßen. Und es werden weiterhin einfach nur pauschale Vorwürfe gemacht. Man hätte sich irgendwie nicht an die Richtlinien gehalten, nicht an die erforderliche Sorgfalt. Ja, welche soll das denn gewesen sein? Dann sagt es doch den Ärzten vorher, dann wissen sie es auch. Ja, aber zu sagen, das darfst du nicht, aber nicht zu sagen, warum. Ja, das hat mit Rechtsstaat nichts zu tun, Freunde. Das hat damit nichts zu tun. Und so ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass es Ärzte gibt in unserem System, die sich eben nach wie vor, liebe Carola Jawed-Kistel, an den Hippokratischen Eid, Nürnberger Kodex und das Genfer Gelöbnis halten, weil es eben genau die Bestimmungen sind, die eben eines jeden Arztes zum Grundsatz verpflichtet. Ja? Und genau das ist im Grunde genommen das, was hier passiert. Also kein strafbares Handeln, weder seitens der Ärzte oder seitens der Patienten. Das ist das, was wir hier in der heutigen Sendung hier festgestellt haben. Also hier ganz klar die Botschaft an alle für euch da draußen, wenn ihr die Kraft habt, möglicherweise. Vielleicht stellt sich der liebe Rechtsanwalt Gordon Pankala da auch diesbezüglich gerne zur Verfügung. Wenn ihr Fragen habt, Rückfragen habt, setzt euch gerne mit ihm in Kontakt. Ihr könnt euch vielleicht den Fall mit ihm mal genauer anschauen. Das ist ja immer so ein bisschen individuell, aber da gibt es bestimmt die eine oder andere Möglichkeit. Ja, gerne, am liebsten eigentlich per E-Mail, muss ich sagen, wenn sich da jemand melden sollte. Tatsächlich ist es ja so, dass diese meisten Maskenverfahren mittlerweile abgeschlossen sind. Womit wir es aktuell noch viel zu tun haben, sind diese OWIG-Verfahren, die ja eine unglaublich lange Verjährungszeit haben. Das musste ich mir ehrlich gesagt auch mal erklären lassen erstmal. Das ist eine riesen Paragraphenkette, dass man nach 3 Jahren dann immer noch versucht, entsprechend sehr horrende Summen da einzufordern, 200, 300 € für irgendwelche Maskenverstöße. Dass man das heutzutage noch durchziehen will, in dem Wissen, dass zum Beispiel Maske draußen, ja, dass 99% aller Infektionen in Innenräumen stattfinden, und dass man deswegen die Leute hier noch dann zur Kasse bitten will, halte ich auch für unglaublich. Es wird aber auch weiterhin durchgezogen. Von daher gibt es da eben noch einige Fälle. Ich habe jetzt, glaube ich, so 7 oder 9 Corona-Fälle offen, auch in Berlin. Aber es flaut natürlich schon ab, und andere Themen sind jetzt wichtiger geworden. Wisst, wovon ich rede, Inflation, Bauern, Kriege und so weiter. Und dieses Thema rückt natürlich jetzt in den Hintergrund, und die meisten wollen nichts mehr davon wissen, im Grunde genommen.
Trotzdem müssen wir das weiter hier besprechen und aufarbeiten. Und manchmal dauert es eben etwas länger, bis das Recht sich dann durchsetzt. Das ist halt manchmal so. Und da bleiben wir natürlich diesbezüglich optimistisch. Ja, also ganz klar hier die Botschaft auch, wenn ihr es gerade vernommen habt, ja, Rechtsanwalt Gordon Pankala ist vielleicht auch bereit, sich auch euren Fall mal genauer anzuschauen. Unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse könnt ihr euch gerne melden. Vorab schon mal vielleicht ein paar Infos, ja. Und dann gibt es da sicherlich die ein oder andere Klärungsmöglichkeit. So, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch. Die Botschaft sollte bei jedem angekommen sein diesbezüglich und natürlich auch in Bezug auf die Situation sind wir natürlich bestrebt, das Ganze nicht untergehen zu lassen, das Ganze also immer weiter zu diskutieren, denn solange es keine Aufarbeitung diesbezüglich vernünftig gegeben hat, mit auch Konsequenzen, solange ist die Nummer für uns ganz klar und deutlich nicht beendet. Und so sieht es Rechtsanwalt Gordon Pankala und natürlich auch unsere liebe Frau Dr. Carola Javid Kistel. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Ganze hier nochmal heute miteinander zu besprechen. Dass wir das auch in diesem Rahmen nochmal so intensiv auch besprechen konnten, ist natürlich auch für uns ein wichtiges Anliegen, das auch transparent zu machen, auch aufzuzeigen, was hier in Deutschland noch für Möglichkeiten herrschen, welche Situationen es gibt und die Hoffnung, die stirbt bekanntermaßen zuletzt. Also in diesem Sinne, lieber Rechtsanwalt Gordon Pankala, liebe Grüße, vielen Dank nach Köln, ja, schöne Grüße Danke. und auch liebe Grüße nach Duderstadt zu unserer lieben Ärztin, Frau Dr. Carola Javid Kistel. Also bis dann, macht's gut Dankeschön, Thomas. und tschüss.